Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir starten heute wieder durch mit dem Ausmessen. Die Kids sitzen hier drüben am Tisch. Die sind fleißig am Basteln, total süß. Ein richtiges Bastelparadies ist der Tisch. Der Micha ist auch drüben im Wohnzimmer. Der arbeitet gerade noch ein bisschen. Also falls ihr hier und da was hört, wir sind alle im Haus. Aber wir starten heute wieder durch, denn jetzt geht's ran an die Töpfe und an die Pfannen. Körbe stehen hier drüben noch bereit und die sind schon ganz schön gefüllt. Ja, uiuiui, oder? Und hier drüben sitzen die Mäuse. Guckt mal, die haben so viel. Ups, zum Basteln. Hallo, du bist aber lieb. Oh, guckt euch mal das an. Das sieht ja mal richtig cool aus. So ein Piratenschiff. Und Julia hat auch ein Piratenschiff mit ganz vielen Figuren hier. Toll. Hier habe ich meine Liste. Töpfe und Pfannen sind dran. Oh, ich freue mich richtig. Ich glaube, das geht richtig flott. Und dann können wir nämlich auch weiter starten. Mal schauen, wie viel wir heute schaffen. Ich bin gespannt. An alle, die jetzt neu auf den Kanal dazugestoßen sind, bei mir dreht es sich um ganz, ganz viel Putzmotivation, Haushaltstipps und Tricks, die den Alltag dir und mir vor allem erleichtern sollen. Ich mag das total, wenn ich entspannt durch den Alltag gehen kann. Und alle Videos rund ums Ausmisten in der Küche. Insgesamt sind es ja am Ende 10. Wir befinden uns heute bei Tag Nummer 4. Findet ihr in der Playlist Küche ausmisten. Ja, da könnt ihr alle nachträglich euch anschauen, falls hier jemand jetzt gerade noch neu dazugekommen ist. Bin wieder bewaffnet mit meinem Lappen und dem Reiniger, den würde ich ja unbedingt alle bekommen, weil ich eigentlich einen ganz anderen Reiniger benutze mittlerweile, der so, so lecker riecht. Deswegen möchte ich trotzdem den aber auf jeden Fall aufbrauchen und der wird heute benutzt. Jetzt geht's mal ran. Wir gucken mal rein in die Schublade, in dieses so Ziehfach oder so. Ich hoffe, dass ihr mich hört, weil den Geschirrspüler habe ich noch vorher angestellt. So, ich hole mal alles raus. Und zwar kann man das hier so schön rausschwingen. Das finde ich richtig toll. Der Tim fand das auch richtig schön, als wir die Küche bekommen haben. Wir haben die ja gebraucht geholt. Zumindest den hinteren Teil haben wir gebraucht geholt. Und hier diesen vorderen Teil, den hatten wir uns noch dazu gekauft im Möbelhaus. Und ja, das ist unsere Traumküche. Ich habe im Übrigen gesehen, das war ja so schön. Eine Zuschauerin hat auch dieselbe Küche, hat dann auch diesen Grünton. Ich habe gar nicht gefragt, ob sie das sich vielleicht machen lassen hat, weil sie sich inspirieren lassen hat. Also falls du das siehst, das wollte ich dich eigentlich noch fragen. Aber ich kriege so viele Nachrichten und dann finde ich ja nicht immer jeden gleich wieder. Leider. Aber vielleicht mag sie es mir ja hier beantworten. Das würde ich mega finden, wenn sich jemand von mir inspirieren lassen hat. Ist doch toll, oder? Jetzt mal ehrlich. Guck mal, ich habe mir noch die Nägel so ein bisschen lackiert, habe mir so einen Shellack gemacht. Allerdings diesen Shellack-Nagellack, den kann ich überhaupt nicht gut auftragen. Der ist richtig blöd, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich einen normalen Nagellack genommen und habe dann aber oben den Topcoat, oder wie der heißt, drüber gemacht, unten drunter Base, dann den normalen Nagellack, dann Topcoat und alles immer unter diese UV-Lichtlampe. Ich bin gespannt, wie lang der hält. Ich finde es aber schick. Mir gefällt es. Ja. So, jetzt wollte ich ein Vorher-Nachher-Bild machen. Ich weiß gar nicht, wie ich es mache. Ich glaube, ich mache es so. Sieht man das einigermaßen? Oder vielleicht... Oh, so ist auch nicht schlecht, oder? Oder einzeln so. Ich gucke dann am Ende, was ich nehme. Den Kaffee muss ich mir noch holen, der darf nicht fehlen. Ganz viele von euch fragen mich auch immer, ob das überhaupt geht. Kann man nach Marie Kondo so extrem ausmisten, dass man, ich sag jetzt mal, vom Messi zum Minimalisten wird? Ich persönlich denke, jein. Also es kann bestimmt gehen, aber ich selber weiß, wie schwierig Ausmisten ist. Und ich weiß selber, Ausmisten ist ein Prozess, das braucht Zeit.
das ist nicht von heute auf morgen getan. Es gibt viele verschiedene Situationen, wie zum Beispiel, wir hatten zwei Haushalte und dann muss ich erst mal gucken, was brauche ich denn wirklich von dem anderen Haushalt oder wir, was brauchen wir wirklich von unseren beiden zusammen? Und dann muss man in diesen Haushalt und mit diesen ganzen Dingen erstmal leben, um zu wissen, brauche ich das wirklich oder brauche ich es nicht? Benutze ich es wirklich oder benutze ich es nicht? Wenn du darin nicht gelebt hast mit diesen Sachen, kannst du das nicht entscheiden. Und deswegen braucht vieles Zeit. Es gibt Lebenssituationen, die sich ändern, wie Kinder, ein Umzug, ein Haustier, ein Job oder du bist Hausfrau und dann sind die Bedürfnisse ganz anders und somit kann sich auch peu à peu oder irgendwann auch mal wieder alles komplett ändern und du dann doch denkst, nein, das brauchst du nicht mehr. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, dass Ausmisten ein Prozess ist, der Zeit braucht. Und ich persönlich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich so richtig radikal Minimalist werde innerhalb einen Monat oder so. Ich denke, dass das schon braucht und man immer wieder auch mal über denselben Schrank drüber schauen muss. Und dass es mit einmal drüber schauen nicht getan ist. Ich merke es ja an mir selbst. Also ich misste jedes Jahr immer aus, wirklich. Und immer mehr habe ich das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger brauche ich eigentlich. Ganz komisch, gell? Vielleicht ist das einfach auch normal. Also ich glaube, dass es richtig ist, wenn man sich dabei gut fühlt, wenn man sich... Julia singt, es klappt, es klappt. Also wenn ihr euch dabei gut fühlt, dann ist es für euch das richtige Tempo und genau das Richtige. So, jetzt aber, jetzt geht's los. Wir räumen einmal alles raus. Hier drüben ist jetzt alles leer und hier ist jetzt einmal alles voll. Eieiei, oh mein Gott, so viele Pfannen. Achte jetzt immer jedes Mal darauf, wie geht es mir dabei, wenn ich überlege und wenn ich entscheide, dass etwas weg muss. Und tatsächlich diesen Moment, wo ich mich entscheiden muss, wo ich eigentlich weiß, es ist wirklich nicht so gut und wir nehmen es nicht, wir benutzen es nicht. Es ist kaputt, da fehlt der Teil oder der Deckel ist nicht da oder. In diesem Moment, in diesen Sekunden ist es immer so ein bisschen... Wisst ihr wie? So ein bisschen flau, etwas unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich trotz alledem weitermache und ausmiste, es einräume, fühle ich mich immer gut danach. Und ich habe noch nie etwas vermisst. Warum fühlt man sich trotzdem komisch, ne? Ja, weil man dann denkt, man hat Geld ausgegeben, aber da muss man wirklich anscheinend mal kurz drüber stehen und man kann sein Bauchgefühl, man kann auf sein Herz hören. Also ich jedenfalls, ich weiß das, dass ich mich darauf verlassen kann, weil ich wirklich noch nie etwas bereut habe. Aber ich muss ehrlich sagen, es war mir nicht bewusst, dass ich so fühle. Da habe ich gar nicht so viel darauf geschaut, auf dieses Gefühl. Aber wenn ich es mache, spüre ich es. Also das bleibt jetzt hier. Das benutzen wir alles für Gulasch, für Rouladen, große Eintöpfe, auch wenn wir es jetzt nicht so super, super oft machen, sage ich jetzt mal. Aber der kommt schon sehr oft. Am meisten natürlich sind die zwei im Einsatz. Das hier, das ist unser Spritzschutz. Und das habe ich jetzt aussortiert hier drüben.
diese kleine Pfanne, die funktioniert hier überhaupt nicht. Im Wohnmobil haben wir schon viele Töpfe und sogar Ersatztöpfe, falls einer kaputt geht. Die benutze ich nicht und die hier benutzen wir auch nicht, weil wir hier eine beschichtete haben und eine unbeschichtete. Die ist der Wahnsinn. Also wirklich, unbeschichtete Pfannen finde ich mega, mega gut. Gerade für Fleisch, das kann man so richtig schön scharf anbraten. Also mittlerweile sind das beides verschenken, verkaufen. Entsorgen ist nur das hier, also da kommt gar nicht viel dazu. Und das muss woanders hingebracht werden, in einen anderen Raum. Ich bin ja auch eigentlich eher der Typ, der ab und zu mal ausmistet. Immer mal zwischendurch, so wie es passt zeitlich. Ich hatte aber so Lust, so richtig auszumisten. Ich hatte so einfach eine riesen Lust und bin so motiviert, dass ich das deswegen mit euch hier gemeinsam mache. Und ich muss sagen, weil ich ja immer nur mal ein bisschen mache, habe ich ja nie so viel. Und das ist für mich jetzt schon komisch, dass ich da so viel sehe, so viele Sachen, die ich ausmiste. Es ist ja so eine kleine Reise auch, die wir hier zusammen gehen. So eine kleine Entwicklungsreise auch für mich tatsächlich. So, wir gehen jetzt hier und wischen das Ganze einmal aus. Die Kinder sind hier immer noch da und spielen da drüben. So süß. Jeden Tag und ich meine Rouladen, Gulasch, das mache ich nicht jeden Tag, das mache ich dann wirklich am Wochenende, am Sonntag oder zum Feiertag. So, jetzt zeige ich euch nochmal das Nachher-Ergebnis. Ich finde, es sieht richtig, richtig schön aus. Oh, guckt mal, das sind zwei Töpfe, die ich wirklich, sag ich mal, sehr selten benutze, aber die ich regelmäßig trotzdem benutze. Hier mache ich ja auch zum Beispiel Glöse und sowas rein, ne? Und dann oben, also Wahnsinn, was ein Unterschied. Oh mein Gott, Mädels, ich sag euch, so schön. Oh Gott, das gibt's gar nicht, es macht so Spaß. So, und der einzige Topf, der fehlt, das ist der da. Also, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so ein Unterschied ist. Ich muss mein Handy holen, Vorher-Nachher-Bild. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr Vorher-Nachher-Bilder macht, verlinkt mich auf jeden Fall auf Instagram. Oh, ich sag's euch. Also mir macht das so Spaß mit den Ausmisten. Ich bin so gespannt, wie ihr darauf reagiert, ob ihr auch so viel Spaß habt wie ich. Ehrlich, da bin ich richtig gespannt. So, ein Foto. Wir haben so eins gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, welches ich dann nehme. Und ein bisschen schön hinstellen. Ich brauche immer zwei kleine Töpfe für manchmal, wenn ich nur so ein bisschen Gemüse mache oder wenn ich zum Beispiel Rotkraut mache und dazu dann noch eine Soße. Da brauche ich auf jeden Fall immer zwei. Und jetzt zum Schluss geht's ans Abhaken. Genau, das Beste. Geschafft. Das gehört der Julia. Ich gebe das dir mal, bitteschön. Was? Ist das meine? Nein. Vielleicht kann ich damit zaubern. Dann zauber ich die ganze Küche ordentlich. So, wir gehen einmal ran an die Töpfe und abhaken. Die Trüben wollte ich doch auch noch abhaken. So. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ich euch motivieren konnte. Ich bin so gespannt auf eure Reaktion, auf eure Kommentare, auf eure Bilder. Wirklich, ich freue mich so, so dolle drauf. Ich bin super motiviert. Vorhin habe ich angefangen, da war ich so, naja, und jetzt bin ich auf jeden Fall motiviert. Es geht für mich jetzt ran an den Vorrat. Also für euch morgen geht es weiter mit dem Vorrat. Ich bin gespannt, ich sag's euch. Das ist, die Schublade sieht schon wieder aus. Nee, Katastrophe wirklich. Die sieht gut aus.
Ja, also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schaut gerne bei der Playlist vorbei, falls ihr neu seid. Ansonsten sehen wir uns auf Instagram oder morgen im nächsten Video. Tschüss!